Nun, Colonel, mein Leben ist für euch ein offenes Buch. Männer meines Regiments fanden euch bewusstlos, halb ertrunken. Ich wusste nicht, wer ihr seid. Aber was ihr seid, war offensichtlich. Ich gab euch den Finnegans zur Pflege. Ihr ältester Sohn war im Orden. Master Johnson war außer sich. Es war riskant. Aber ich ahnte, dass ihr eure Brüder verlassen hattet. Colonel, das Manuskript, warum gabt ihr es zurück? Nun, Master Cormac, weil ich euch vertraue. Nirgendwo ist es sicherer. Mit Respekt, Sir. Ich bin jetzt eher ein Ziel als ihr. Gentlemen, Kisigowasi sammelt sich zum Sturm auf Albany. Seine Verbündeten bedrohen ein friedliches Oneida-Dorf. Und Franzosen stehen bereits auf unserem Land. Ich könnte die Franzosen aufhalten und den Oneida helfen. Wir machen Albany verteidigungsbereit. Wenn wir Kisigowasi besiegen wollen, muss ich den Oneida helfen. Und mich um die Franzosen kümmern. Wir sollen also das eingeborene Dorf erreichen und die britische Armee finden. Da würde ich sagen, einmal hier den Sprung drüber. Gut festhalten. Johnson lagert Pulver und Kugeln hier. Ein Segen. Na gut. So durchlagern, was er will. Wir gehen jetzt mal auf die Morrigan. Und dann würde ich sagen, als erstes Mal gehen wir das eingeborene Dorf erreichen. Oder vor? Nein. Doch? Ja, komm. Lass uns nachschauen. Da könntest du ein bisschen Geld geben. Zu unserer Flotte. Die Seekampagne. Die Star 6 hat's geschafft. Gibt's 371. Und wir haben Missionen zur Verfügung. Die schafft es zu 99%. Den lassen wir mal los. Rudern. Was nehme ich denn da? Ach komm. Queen Victoria. Last but not least. Ah, wir haben nicht genug Mann. Naja, egal. Passt so. Seekampagne verlassen. Bestätigen. Dann laufen wir wieder raus. Ans Steuerrad. Captain hat das Ruder. Nun, ohne neugierig zu erscheinen, wisst ihr zufällig, ob Kisigowasi irgendeine Schwäche hat? Keine einzige. Er war Scout und Söldner, lange bevor er zu den Assassinen kam. Dann möge Fortuna euch beistehen. Ich mache mir mein Glück. Natürlich mache ich mir mein Glück. Kontrolle über die Armee oder Teile davon. Aber wir brauchen sowohl die Armee als auch die Eingeborenen, wenn wir uns wirkungsvoll gegen Kisigowasi verteidigen wollen. Kisigowasi hat Verbündete in jedem den Franzosen nahestehenden Stamm und noch viele mehr. Trapper, Jäger, Scouts. Wir können jede Hilfe gebrauchen. So, ich würde dann gerne mal anlegen. Nur irgendwie, ja, doch andocken. Endlich klappt's. Und hepp! Oh, Glühwürmchen. Schön. Da würde ich gerne hoch. Klappt nicht. Zumindest nicht so, wie ich das will. Vielleicht innen lang. Ja, innen entlang klappt es. Sehr gut. Hochjumpen. Und ein Fragment einsammeln. Brauche ich zwar normalerweise nie, aber was soll's. So, wie kommen wir denn da jetzt hoch? Jetzt mal schauen. Da haben wir sogar noch einen Aussichtspunkt. Den könnten wir synchronisieren. Vielleicht da hinten. Da ist so ein kleiner Wasserfall. Warnung Sperrgebiet. Ja, ich will rein. Aber man lässt mich nicht rein. Ein Stück zurückschwimmen. Wo können wir denn hoch? Wo könnten wir hoch? Das sind noch mehr Glühwürmchen. Schöne Glühwürmchen. Ah, da. Wunderbar. Eigentlich ist extra schon angezeichnet, wo man hochspringen kann. Und ich sehe es trotzdem nicht. Ah, schrecklich. Und hepp. Und hopp. Und jetzt geht's aufwärts. Oh, ich sollte mich noch nicht ganz nach oben begeben. Na, was soll's. Hopp.
So, jetzt lass mich mal umschauen. Stimmungsvoll hier. So, es sind mindestens 12 Dorfbewohner retten. Es wird jetzt nicht einfach. Die Frage, welchen Weg ich nehme. Da können überall irgendwelche Gegner drin sein in den Gebüschen. Ja, müssen irgendwo runter. Mir fällt es nicht so recht ein. Naja, versuchen wir es mal hier. Oh Mann, da war schon direkt ein Gegner. Oh Mann, verdammt. Einer wurde schon erwischt. Erledige den hier noch. Komm, die Gasmaske anziehen. Ja, willst du wohl endlich die Gasmaske anziehen? Komm schon. Es klappt einfach nicht. Doch, doch, jetzt. Einen haben wir schon mal. Jetzt plündern wir den hier. Wir haben 2 Verbesserungen in der Kapitänskajüte. Später irgendwann. So, wie kriegen wir die jetzt? Schlafgranate, könnte klappen. Und hepp, Schlafeinwendung großer. Ja, aber der andere mag nicht. Was ist mit dem los? Der will ja immer noch nicht. Na, endlich. Zack. Oh, jetzt muss ich mich gegen den hier noch durchsetzen. Oh, das muss jetzt schneller gehen, bevor der andere mir wieder aufwacht. Deckung durchbrechen, klappt nicht. Einmal kontern. Komm schon, der verteidigt sich gut. Ja, jetzt habe ich ihn. Jetzt erwische ich ihn. Und zack, Finishing Move. Die 2 gerettet und den hier umnatzen. Sehr gut. Den plündern wir natürlich auch. Ein paar Rauchbomben, Schlafbeile sind voll, Berserkerpfeil auch. So, uns fehlen noch 9 Dorfbewohner. Das klappt nicht so ganz, wie ich das hier will. Ja, geht doch. Hep! Ein Hammer. Den anderen ganz ruhig ran. Und zack! Und Bürgerretten. 7 bleiben über. Die Frage ist natürlich jetzt, welchen Weg ich nehme. Da üben sieht es doch ganz gut aus. Nur wie komme ich da rüber? Ja, das wird nicht klappen. Dann wohl einen anderen Weg nehmen müssen. Da könnte es doch klappen. Einfach mal über die Äste springen. Und hepp. Shay ist heute wieder gelenkig wie eh und je. Da plündern wir auch ein bisschen. Ich will denen ihr Zeug. Wieder mal Rauchbomben, Kugeln. Ganz wichtiges Zeug. Ja, da hinten haben wir einen Gegner. Den erledige ich noch so ganz by the way jetzt. Na, da hinten laufen noch... Ah, einer und ein Hase. Na, der ist mir aber relativ egal. Mit einem großen Sprung dürfte es klappen. Und hepp. Wundervoll. Und zack. Der nächste. Da glaubt einer nach dem anderen dran bei uns. Oh, da haben wir nochmal einen. Und hepp. Komm, 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 gib Gas. Nein, verdammt, einen hat's erwischt. Oh, wieso macht ihr sowas? Ich kann ihn leider nicht befreien, während ich im Kampf bin. Das ist etwas ärgerlich. Aber jetzt die Hälfte haben wir. Und den plündere ich direkt noch. Während er am Boden rumzappelt. Ich würde sagen, mit einem beherzten Sprung rüber. Und dann klappt es auch. Ja, dann haben wir noch einen. Den freundlichen.
Und jemanden zum Retten. Ich würde sagen, beherzter Sprung, direkt auf ihn drauf und zack! Da ramme ich ihm das Schwert in die Fresse. Und jetzt geht's zum nächsten Kampf über. Wir haben wieder einen. Und zack! Volle Kanne. Ja, ich muss wieder anonym werden. Verteidige dich. Ja! Voll! So geht das. Und wieder ein gerettet. Bleiben noch 5. Auch den plündern. By the way, ich sollte nicht vergessen, da oben gibt es auch noch einen Außenposten. Nicht außen, ein Aussichtspunkt. So, wie mache ich das jetzt am besten? Ich würde sagen, erstmal den hier. Der andere merkt ja eh nichts. Und zack. Schön in den Rücken. Und den nächsten. Jetzt können wir 2 Stück retten. 3 fehlen uns noch. So, da haben wir noch einen. Und hip. Welchen Weg nehme ich denn am besten? Und wo haben wir noch Gegner? Beziehungsweise wo haben wir Bürger zum Retten? Ah, da rechts sehe ich doch was auf der Minimap. Und hier habe ich ein paar Gegner. Die sollte ich mir mal vom Hals schaffen, habe ich so das Gefühl. Und zack, habe ich den einen. Mit dem anderen geht es jetzt in 1 gegen 1 Kampf. Oh Mann, der haut mich aber ganz schön um. Das missfällt mir aber. Hip, zack, bam. Keine Chance. Erstmal überlegen, welchen Weg nehme ich denn? Rechts rum? Komm schon, zack. Nein, warum greift er denn den? Nein, warum? Wieso tötet er bitteschön? Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Tötet einfach einen Bürger. Ohne jeglichen Grund. Weiter Schlafgranate. Schlaf da rein. Ah, nicht so dolle funktioniert. Ich sollte aus meinen Fehlern lernen. Zack, den einen haben wir weg. Und mit dem anderen geht es in 1 gegen 1. Komm schon, Gasmaske. So, jetzt gegen den Kampf hier. Hep. Den eigenen Mantel mit der Gasmaske erwischt, habe ich so das Gefühl, ne? Es sollte hier kein Risiko eingehen, nicht, dass ich nochmal einen Bürger treffe. Das kann ich mir nicht erlauben. So, retten wir nochmal 2. Einen brauchen wir noch. Ich würde sagen, den knalle ich einfach mal ab. Und tschüss, mein Freund. Bye, bye. Und dann haben wir nochmal 2. Ehrwürdige. Mein Name ist J. Patrick Cormick. Ich bin ein Freund. Ein Freund für wahr. Euch gilt der Dank meines Volkes, J. Patrick Cormick. Solange ihr auf Erden wandelt, habt ihr einen Platz hier bei uns. Ich danke euch. Ich bin es, die zu Dank verpflichtet ist, junger Mann. Wärt ihr so freundlich, mich zu begleiten? Dann begleiten wir die gute Dame mal. Mich Onatar. In meinem Volk gibt es eine Legende. Sie erzählt, wie das Land unter unseren Füßen geboren wurde und wie Gut und Böse in die Welt kamen. Die Himmelsfrau verstreute ihre Weisheit über das Land. Folgt ihr ihrem Weg, lernt ihr die wahre Geschichte unseres Volkes und lüftet vielleicht sogar das Geheimnis in dieser Höhle. Falls ihr der Held seid, für den ich euch halte. Ihr ehrt mich, Ehrwürdige. Ihr seid es, der uns ehrt, J. Patrick Cormick. Lebt wohl. Woher kennt ihr meinen kompletten Namen? Ein bisschen freaky ist es jetzt. Hübscher Eingang, nur habe ich leider keine Ahnung, wie ich da reinkomme.
Lass mal sehen. Gibt es keine Informationen zu der Höhle irgendwie? Gar nichts. Okay. Natürlich hat mein zweites Ziel, die britische Armee finden. Muss ich irgendwann später mal in die Höhle. Aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Na, da oben, bevor ich ihn ganz vergesse. Meinen schönen Aussichtspunkt. Schnappe ich ihn mir den mal noch kurzerhand. Komme ich da hoch? Nee, komme ich nicht. War ja klar. Ist hier nicht schön gekennzeichnet. Aber da komme ich hoch. Komme ich da nicht weiter? Ja, ein Stückchen hoch. Einmal nach rechts. Und hepp. Dann einmal ein beherzter Sprung nach vorne. Schon ist geschafft. Oh, da hätte ich gerne den Aussichtspunkt. Die britische Armee muss noch eine Sekunde länger warten und synchronisieren. Ja, Pferdsprung nach unten, würde ich sagen. Bäm! So, das gute Volk hier ist gerettet. Die Bürger sind mir allem Anschein nach zu Dank verpflichtet. Wobei ich das nicht unbedingt so sehe. Was in der schönen Höhle drin ist, weiß ich leider immer noch nicht. Da wird schlecht mit runterspringen. Ja, nicht so dolle. Ah, da unten, ich sehe einen Heuhaufen. Ein weiterer Beherzersprung. Und auch hier sind wir wieder unten. Adieu. Da war mal das Steuerruder. Und hepp. Ach, woher denn? Oh! Aha, upsala. Wir stoßen wohl doch zusammen. Aufgein! Im Druck vom Baum! Es sollte in der Nähe sein, Kerl. Einholen und aufgeilen! Einholen und aufgeilen? Was? Ah, hätte ich da irgendwo anlegen können. Ah, da hilft. Ich hab's nicht gesehen. Oh, ein Scheiß. Und da hinten haben wir auch schon unsere britische Armee, der wir doch mal hier helfen sollen. Und hepp. Menschliches Schild. Zack. Hab ich dich. Und jetzt mache ich euch hier mal ganz kurzerhand platt, würde ich sagen. Hey, 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 hey. Immer langsam mit den alten Pferden. Aua. Das tut doch weh. Mit solchen spitzen Dingern könnt ihr auch jemanden verletzen. Dass denen das nicht klar ist. Ihr fackelt ihnen ganz schön die Bude weg. Erledigen wir mal ein bisschen die Franzosen hier. Nummer 1 und 2. Ah, und runter mit der ehemaligen französischen Flagge. Und da ist der Sieg auch schon unser. Man dankte uns. Mission abgeschlossen zu 100%. Rüstung und Schwert. So, wann machen wir uns zur nächsten Mission? In 3 Kilometer Entfernung. Das kann ja was geben. Ah, da unten haben wir sie. Wenn wir uns nach Albany porten. Ich glaube, das ist ganz gut, die Idee. Dann ist es direkt um die Ecke.